Informationsmanagement ist eine technisch-wirtschaftliche Ausbildung mit mehreren Schwerpunkten. Enterprise Architecture Design befasst sich mit Windows- und Linux-Betriebssystemen, sowohl im Client- als auch im Serverbereich. Dies beginnt beim Aufsetzen der einzelnen Rechner über Skizzieren einer Unternehmensstruktur bis hin zu detaillierten Systemeinstellungen. Tauchen Sie ein in die Welt der Datendigitalisierung. Egal ob Animationen, Videodreh sowie Bearbeitung oder fächerübergreifende Projekte im Bereich digitale Medientechnologien, werden alle diese Aspekte abgedeckt. Im Ausbildungsschwerpunkt Unternehmensführung und Organisation erwerben Sie umfassende Kenntnisse im Bereich des Geschäftsprozessmanagements sowie Fähigkeiten zur Führung von Organisationseinheiten. Netzwerke selber begreifen. Unter diesem Motto wird in den Netzwerklaboren praxisnah gelehrt. Durch die bereitgestellte Infrastruktur können Netzwerke mit professioneller Unterstützung des Lehrpersonals in kurzer Zeit spielerisch aufgebaut werden. Sicherheit garantiert. Software Engineering, Datenbanken und Informationssysteme beinhaltet den Entwurf, die Analyse und Implementierung von Algorithmen sowie gutes technisches Allgemeinverständnis in den Kerngebieten der Informations- und Kommunikationstechnologien und der Informatik. Durch interaktives und selbstständiges Arbeiten werden Sie ideal auf das Berufspraktikum sowie die beiden Bachelorarbeiten vorbereitet. Durch eine fundierte Englischausbildung in Kombination mit den Ausbildungsschwerpunkten haben die Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Informationsmanagement die Möglichkeit, auch international tätig zu sein.